Ich bin vor einiger Zeit auf einen super interessanten Online-Kurs gestoßen über KitKo News. Und ja, der kostet 6.000 US-Dollar. Was da drin vorkommt und ja, ob das nicht vielleicht auch was für dich ist, das zeige ich dir in dem Video. Also, auf geht's! Ich bin jetzt schon länger Abonnent von KitKo News und gucke mir halt regelmäßig deren Videos an. Und in einem oder regelmäßig gucke ich mir vor allem die Videos an hier mit Gareth Soloway. Da bin ich immer ziemlich begeistert von den Inhalten, die er so teilt und vor allem von seinen Markteinschätzungen. Das finde ich immer richtig cool. Und vor einiger Zeit hat er entschieden, auch einen Trading-Kurs anzubieten. Und an diesem Trading-Kurs möchte ich gerne teilnehmen. Und ich habe gedacht, vielleicht hat der ein oder andere von euch ja Lust, daran auch teilzunehmen. Und eventuell kann ich uns dann halt auch noch da einen besseren Deal raushandeln, wenn wir jetzt, keine Ahnung, 4-5 Leute werden sollten. Wenn ihr auf meine Homepage geht, hier auf focusinvestor.de, dann gibt es jetzt hier oben solch einen Button, Winning Trader Series. Und wenn ihr dort drauf geht, dann ja, kommt ihr hier zu dieser Seite, die ich eingerichtet habe, damit wir uns bezüglich dieser Sache halt zusammenschließen können. Ich habe hier einmal den Link hingepackt zu dem Online-Kurs, den ich machen möchte und ja, habe ein Formular hier angegeben, in dem du dich eintragen kannst, wo ich mich dann halt ja, mit dir auseinandersetze. Außerdem habe ich hier drei Videos hinterlegt, hier von Gareth Soloway und KitKo News, wo er einfach mal die, ja, seine Erfahrungen quasi vom Markt und seine Einschätzungen schildert, damit du einfach weißt, worum es dort geht. Ich gucke mir jetzt aber mit dir nochmal genau die Seite an zu dem Online-Kurs, den ich da gerne machen möchte. So, ja, den Link findest du übrigens auch in der Videobeschreibung. Hier zu der Seite, du siehst es hier um verifiedinvestingeducation.com. Ja, also Gareth Soloway, also er wirbt damit, dass er eine 80+ Winrate hat bei seinen Trades, was natürlich sehr, sehr hoch ist. Also die normalerweise, die meisten, die haben nur so 60% oder sowas, was ihre Trefferrate angeht. Also gehe ich davon aus, dass da sicherlich Elemente drin sind, die ich zu meiner Strategie hinzufügen kann, wo ich noch draus lernen kann. Und ich meine, für mich ist natürlich auch interessant, wie haben die den Kurs und so aufgebaut. Das heißt, für mich ist das natürlich so eine Win-Win-Situation hier an der Stelle. Der Kurs ist in drei Phasen, wenn man so will, aufgeteilt. Ja? Also einmal Strategies, einmal Setups und einmal Secrets. Was genau dahinter steckt, ehrlich gesagt, weiß ich noch nicht genau, also was diese drei Schritte sein sollen. Ich meine, Strategies ist sicherlich so ein bisschen allgemeiner. Setups gehe ich mal davon aus, dass das genau die Elemente sind, wann er in den Trade reingeht. Und das sind dann halt nochmal so Zusatzgeheimnisse, die er vielleicht auch nutzt, die das Ganze noch weiter besser verbessern und so weiter. Und man kann halt die Kurse einzeln buchen oder man kann sie alle zusammen buchen. Wir gucken jetzt einfach mal kurz rein, also wir gucken einfach mal in den ersten Kurs. So, also das ist jetzt die Seite zu dem ersten Kurs und wenn wir hier ein bisschen runterscrollen, seht ihr jetzt halt hier, ne, das ist der erste Schritt. Ich habe es übrigens auf Deutsch übersetzt, also falls ihr euch jetzt wundert über das recht schlechte Deutsch, ja, aber ich dachte, es ist vielleicht einfacher, wenn wir das uns einmal so angucken. Also er sagt halt, das ist für Anfänger und Fortgeschrittene, ne, und sagt halt, dass das eine Strategie ist, mit der man im Wesentlichen alles handeln kann. So, was können wir schon daraus lernen, wenn er jetzt sagt, dass er damit alles handeln kann, dann muss das eine technische Analyse sein. Ne? Also es muss ein Seminar sein zur technischen Analyse von Aktien. Und ich sage euch ganz ehrlich, in dem Bereich, denke ich, habe ich noch die größten Defizite, wenn man so will. Ich habe da schon ganz viel zu gelernt. Aber ich denke, dass ich in dem Bereich auf jeden Fall noch einiges lernen kann. Und deswegen lohnt sich das, denke ich, für mich auch. Im Bereich Rohstoffe habe ich schon mehrere Seminare gemacht. Aktien sowieso. Krypto habe ich noch keine speziellen Seminare zu gemacht, weil das ist eigentlich eh nur technische Analyse. Da gibt es meiner Meinung nach nicht wirklich ja, eine fundamentale Basis, mit der man sich da beschäftigen kann. Also interessiert mich jetzt auch nicht ganz so sehr. Also das ist auf jeden Fall, er sagt hier, der unverzichtbare erste Kurs. Naja, ich weiß es nicht genau. Aber es ist sicherlich eine spannende Sache. So, was ist da drin? Ihr seht es hier, 4,5 Stunden Inhalt in 9 Lernmodulen. Dementsprechend bei 4,5 Stunden dürfte ein Lernmodul jeweils eine halbe Stunde gehen. Und ja, da kann man auf jeden Fall schon mal, denke ich, einiges draus mitnehmen. Also das ist quasi so der erste Kurs, wenn man so will. Und ja, jetzt kann man halt noch gucken. Den Kurs, den kriegt ihr bereits, also das, den kriegt man halt für 997 Euro. Ja, also ihr seht hier 4,5 Stunden Inhalte in 9 Modulen. Dann 3 Monate Zugang zum Livestream, also da kann man dann halt direkt mit dem Gareth irgendwie ja, Kontakt aufnehmen und dem zuschauen. Dann gibt es irgendwie noch so ein bisschen Bonus und ja, einen Lernquiz gibt es irgendwie auch noch und ein Abschlusszertifikat. Naja, okay, also
Ich stehe nicht so auf Abschlusszertifikate. Mir reicht das, wenn ich das selber weiß. Aber für den einen oder anderen mag das vielleicht interessant sein. Also das wären halt die 1000 Euro im Endeffekt. So, das ist jetzt, sind die Informationen zum zweiten Kurs. Ja, also auch hier wirbt er wieder mit seiner 80%igen Gewinnrate. Naja, und sagt halt, das ist eher für fortgeschrittene Händler. Das heißt, der erste Teil scheint irgendwie, irgendwie eher für Anfänger gedacht zu sein. Und ja, gucken wir mal. Also er sagt hier, er hat eine fortschrittliche und erstaunlich genaue Methode, was auch immer das heißen soll, um Trendlinien zu erkennen und wichtige Unterstützung. Ja, also im Endeffekt geht es da halt um Trends und Widerstände. Ich hoffe, dass da mehr hinter steckt, als irgendwelche Tops zu nehmen, aber das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, aber das wird man dann im Endeffekt sehen. Also ein Versprechen kann ich euch da natürlich jetzt noch nicht geben. Ja, dann haben wir jetzt hier den Umfang. Also das zweite Modul sind quasi nochmal 6 Stunden in 19 Lernmodulen. Das heißt, dort haben wir auch so 20 bis 30 Minuten pro Lernmodul. Und ja, genau, also das ist im Endeffekt das, was uns im zweiten Kurs begegnet. Er sagt jetzt hier, worum es auch geht. Dabei geht es jetzt darum, Diagramme wie ein Profi zu lesen und ja, unerwünschte Überraschungen in ihrem Portfolio zu vermeiden. Also im Endeffekt, ja, muss man mal sehen. Ich bin mal gespannt, was dann im Endeffekt der erste Teil ist. Also ich hätte jetzt gedacht, dass das vielleicht auch schon eher so in den ersten Teil reingeht. Aber ihr seht, es ist nicht, ehrlich gesagt, es ist nicht sonderlich transparent, was jetzt wirklich in den einzelnen Komponenten vorkommt. Die zweite Sache, die halt auch in diesem Kurs noch vorkommen soll, ist halt, wie man Tops und Bottoms erkennt. Also wie man quasi die Spitzen bei einem Aktienkurs und die Bodenbewegung erkennt. Da bin ich auch mal sehr gespannt, was er dort dann präsentieren wird. Habe ich natürlich auch meine eigenen Methoden zu, die meiner Meinung nach auch schon sehr gut funktionieren. Aber ja, es ist immer interessant, nochmal eine andere Perspektive kennenzulernen. So, hier hat er das doch nochmal ein bisschen genauer aufgeführt, was das Ganze ist. Also klar, wir kriegen einen Online-Kurs in erster Linie, wo wir in unserem eigenen Tempo quasi die Sachen uns anschauen können. Dann lernen wir halt Chart- und Candlestick-Patterns, also im Endeffekt Chart-Analyse-Möglichkeiten, ne, um halt diese Dinge zu erkennen, die er dort vorhin schon gesagt hat. Wir sehen, was die Key-Signale sind zum Einsteigen und Aussteigen von Trades. Ja, da muss man halt mal gucken, was das im Endeffekt ist. Er sagt hier, wir lernen klassische Signale kennen, also das, ehrlich gesagt, hier Bullen- und Bärenflaggen, Hedge-Kopf-Schulter-Formation, dann so Tasse-Schulter-Formation, Doppel- und Triple, Tops und Bottoms und so weiter. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, nichts Besonderes. Wie gesagt, ich vermute, dass ich das alles schon kann, ehrlich gesagt, was dort gesagt wird. Aber man weiß ja nie. Also Bären- und Bullenmärkte überleben, also gerade jetzt sind wir ja doch irgendwie in einer Bärenmarktsituation, auch wenn die letzten Tage jetzt natürlich ziemlich positiv waren und ich erstmal davon ausgehe, dass diese Bewegung auch noch weitergeht. Also ich gehe allgemein davon aus, dass der Bärenmarkt erstmal ein Ende gefunden hat, auf jeden Fall, dass jetzt erstmal eine relativ starke Bärenmarkt-Rallye kommt. Also gucken wir mal weiter. So, also technische Analyse habe ich vorhin schon gesagt, dass es wahrscheinlich darum geht. Jetzt ist noch ganz interessant hier die Wahrheiten bezüglich des Risikomanagements. Da kommt übrigens jetzt die Tage noch ein richtig geiles Video, was ich mit Richie gemacht habe. Da könnt ihr schon ganz, ganz viel zu Risikomanagement lernen. Seid da schon mal gespannt. Also wenn ihr ein Video seht, er verwaltet 30 Millionen Euro, klickt da auf jeden Fall mal drauf. Und dann gibt es noch den Kurs 3, der dann im Endeffekt, ich sag mal, alle Geheimnisse noch enthält, mit denen man dann eventuell noch profitabler traden kann. Also dann gibt es nochmal 8 Stunden Inhalte in 20 Lernmodulen. Das heißt, ihr seht, insgesamt kommen wir ungefähr auf 18 Stunden Lerninhalte, die er uns dort zur Verfügung stellt. Dazu kriegen wir noch einen zusätzlichen Livestream. Das heißt, im Endeffekt sind es dann 2 Livestreams pro Monat, wenn ich das richtig verstehe. Lieblings- und fortschrittlichste Signale, Go-To-Muster erkennen und so weiter. Also es klingt auf jeden Fall erstmal so, als wäre das eine sehr abgerundete allgemeine Ausbildung, die er dort macht. Und ich bin halt wirklich mal gespannt, was ich denn daraus mitnehmen kann, was jetzt wirklich Neuigkeiten für mich sind. Mein Plan ist halt, dass ich das durchgehe, dass ich das alles aufbereite. Und wenn du jetzt halt sagst, hey, da mache ich mit, das finde ich cool, das hört sich wirklich spannend an, dann würden wir halt auch nochmal einen Zoom-Call zwischendurch machen, ich denke mal so 2, 3,
Für jedes Thema, aber am besten denke ich einen Zoom-Call, also für den ersten Kurs, für den zweiten und für den dritten Kurs, machen wir jeweils einen Zoom-Call, sprechen darüber, was wir gelernt haben und ja, gleichen das einfach so ein bisschen ab. Also wenn du da Lust drauf hast, bist du auf jeden Fall herzlich eingeladen, daran mit teilzunehmen. So, und du siehst, der Preis hier für den dritten Kurs, der liegt halt bei knapp 5000 US-Dollar. Und wenn wir alle drei Kurse zusammen machen, bekommen wir halt das Ganze für 6000 US-Dollar. Wenn wir das Ganze einmal umrechnen, seht ihr, dann sind das ungefähr 5781 Euro. Also natürlich alles andere als günstig, damit auch wesentlich teurer als das, was ich bei mir für die Aktienakademie nehme. Aber nichtsdestotrotz, denke ich, ist das ein cooles Angebot. Und ja, ich bin einfach mal gespannt, was jetzt dort in dem Kurs vorkommt. Und wenn du halt Interesse daran hast, daran auch teilzunehmen, dann ja, trag dich doch mal in die Liste ein. Ich freue mich dann drauf, mich mit dir durch diesen Online-Kurs durchzukämpfen.